So, erstmal doch das Ganze mal und spielen mal das Intro. In der Hoffnung, dass irgendwas geht, keine Ahnung. Was tun, wenn unsere letzte Hoffnung stirbt? Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Ihr Ende lag nahe. Oder so glaubten wir. Denn wir sahen, wie ein Drache in den Himmel aufstieg und vor Schmerzen schrie. Aber unser Held kehrte nie nach Hause zurück. Uns blieben nur der Sturm, die Bestien, eine unerschütterliche Furcht, dass ein schauriger Wandel vollzogen war. Deine Reise wird nicht leicht. Der Turm des Drachen wird von einem Sturm umgeben. Der Drache mag tot sein, aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwacht ist. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Stelle dich dem, was darin lauert. Wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, wird eine neue geboren, bis zu unserem letzten Atemzug. Okay. Schauen. Da war die Maus im Weg. Keine Absicht. Ups. Hallo, jemand zu Hause? Das ist übrigens brennend. Das sollte wohl ersichtlich sein. Blutwürze. Der 1, um es zu verwenden, Spells zu schließen, okay. Ah, okay, das heilt uns jetzt über 30 Sekunden. Die Maustaste macht noch nichts. Hi! Nope. Ja, oder was bist du? Okay. Oh! Habt ihr irgendwas? Manchmal ausweichen und sprinten lassen. Ich sehe euch da unten. Ah.
Aha, verfehlt. Ja. Noch was droppen würden. Irgendwelche Secrets, irgendwas, was man finden kann, soll. Scheinbar nicht. Ist weg. Schade. Ich bin ja davon aus, dass man hier irgendwo rein kann. Tief ich da oben hängen. Bin da drin halt. Drin geht definitiv was ab. Keine Ahnung was. Vielleicht ein bisschen viel. Halten Sie durch! Alles wird gut! Wir bekommen Besuch! Los! 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 Okay. Wäre auch komisch gewesen, wenn wir da direkt gestorben wären. Remnant from the Ashes. Oh, du bist ja wach.
Hallo. Oh, mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Ich bin Wallace. Ich wollte nach dir sehen. Ich habe auch den Commander gefragt, ob ich's darf. Okay. So, wie bist du mal hierher gekommen? Commander Ford und Mr. Wiggler haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Also er war... Ach, egal. Der Commander hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen. Keine Angst. Raus. Bis später. Ciao, Wallace. Kann ich mal erwähnen, dass ich deutsche Synchronstimmen oder Sprecher generell seltsam finde und ich eigentlich Spiele lieber auf Englisch spiele? Oh. Cool. Falls es jemand gerade lesen möchte, einfach Pause machen. Au. So viel Text. Okay. Hey. Und halt mit. Noch Holzkisten kaputt hauen. Oh, sensitiv. Ich erst umgucken. Sammeln. Ich hatte Mark gesagt, er soll nicht nach draußen gehen. Sein Bruder braucht ihn. Oh, das war dein Bruder? Mir ist hier nie richtig warm. Musst du dich bewegen? Wallace wird hoffentlich nicht in die Fußstapfen seines Bruders treten. Ohne genügend Munition holt einen da draußen der Tod. Ich hoffe, dass du den Strom wiederherstellen kannst. Ohne Licht und Wärme werden die Schwachen nicht lange überleben. Oh, hallo. Oh. Ford hält uns im Dunkeln, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Hey, ich behalte dich im Auge. Teste mich nicht. Du hörst dich nicht sehr bedrohlich an, sorry. Der war gut. Behalte mich im Auge, ist okay. Ich hau nur eure Holzkisten klein. Ist ja kein Problem, oder? hi. Hey, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Oh, ich hab mein Bestes getan, dich zu verarzten. Du scheinst so einiges auszuhalten. Ich bin Wriggler, aber die meisten nennen mich Riggs. Also dein Schwert hat im Kampf viel abbekommen. Konnte leider nicht viel reparieren. Die Klinge war zerschmettert, als wir dich fanden. Das ist jetzt leider nur noch Altmetall. Ace meinte, sie hat ein paar Waffen in der Stadt gefunden. Vielleicht kann sie dir helfen. Oh, sie ist anscheinend unten im Keller, um den Reaktor zu überprüfen. Viel Glück dort unten.
Ja, die... Alle sind nervös wegen dem fehlenden Strom. Und natürlich der Saat da draußen. Passt denn auch nicht wirklich zum Text? Bitte Amor. Hi. Ich hab nichts für dich. Schade. Mal davon aus, hier geht's in den Keller. Noch irgendwelche komischen Leute rum. Holzkisten sieht hier auch nicht so mehr aus. Ich weiß, ich sollte eigentlich zu der Lader nach oben. Da hast du dir aber nicht die beste Zeit für einen Aufenthalt in der Station ausgesucht. Hey du, der Reaktor ist durch diese Tür und dann die Treppe runter. Verlier nicht den Kopf. Der ist festgewachsen. Hey. Oh, ich gehe mal davon aus, dass kann man dann benutzen, um Waffen zu craften oder sowas. Dachte, das könnte man vielleicht kaputt machen. Sprinten ist Toggle. Sehr schön. Oh, Treppen nach unten. Ja? Ja. Und hier? Oh, geht's da weiter. Ort 13. Sollte das vielleicht der Reihe nach machen? Dann würde ich da wahrscheinlich auch überall reinkommen. Verdammtes. Wo steckst du? Falls du versuchst, mich zu erschrecken, werde ich. Hi. Was? Wo verdammt nochmal kommst du denn her? Ich hatte wegen dir fast einen Herzinfarkt. Hier unten läuft sonst niemand rum. Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Ich heiße Ace. Ace Cotterell. Und du? Ich suche nach meinem Freund Les. Er sagte, er würde hier unten ein paar Dinge reparieren. Das ist nun schon Tage her. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Alle anderen haben ihn abgeschrieben, aber ich nicht. Vielleicht ist er... Ja, vielleicht. Wenn ich so drüber nachdenke, hatte er das wohl vor. Ich bin mir sicher, dass er irgendwo die Lage erstmal abwartet. Der taucht schon wieder auf. Hast du jemals einen Reaktor gestartet? Naja, es wird hier erstmal ganz schön laut werden. Aber du hast Glück. Man muss einfach nur einen Knopf am Terminal drücken. Es liegt über uns. Ich hätte mich ja selbst drum gekümmert, aber ich weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance. Also, ich hätte da eine Idee. Du gehst hoch und startest den Reaktor, und ich helfe dir, die Monster loszuwerden. Du brauchst sicher eine Waffe, oder? Mal sehen, was ich für dich hab. Arch-Type aus. Egal. Jäger sind auf Fernkämpfe spezialisiert.
sind mit einem ultrapräzisen Jagdgewehr oder einem robusten Repetierpistole und einem beweglichen Altmetallschwert bewaffnet, mit dem sie Ziele ausschalten, bevor diese sich nähern können. Ihre Modifikation Mal des Jägers markiert Gegner, wodurch diese bis sie und Teammitglieder durch Wände hindurch sichtbar werden. Die kritische Trefferchance ist bei markierten Gegnern ebenfalls erhöht. Okay. Exkultist. Exkultisten sind auf Nahkampf und Unterstützung spezialisiert. Sie haben einen mächtigen doppelläufigen Schrotflinte, einer robusten Repetierpistole und einem tödlichen Altmetall-Kriegsbeil bewaffnet. Sie kontrollieren die Lage aus mittlerer Reichweite mit explosivem Schaden. Die Modifikation Aura des Heilers wirkt eine Flächenheilung, die nach und nach die Gesundheit aller Teammitglieder wiederherstellt. Ein Plünderer. Schrotflinte, Repetierpistole, Altmetallhammer. Plünderer entfaltet den Kampfpotenzial am besten aus nächster Nähe, also Tank. Ich will gerne einen Jäger haben. So, das sollte unsere Chancen verbessern. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Okay. Hey, startest du den Reaktor jetzt oder nicht? Ja, Moment. Muss Kisten kaputt machen. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. X haben die Waffe zu wechseln. Wieder Berüchter. Aber nochmal. Gut. Mach dich bereit. Wir bekommen Besuch. Jetzt.
Geht doch. So, das sollte genügen. Du hast gut gekämpft. Wirklich. Ford hat richtig entschieden, dich runterzuschicken. Du solltest dich beim Commander melden. Komm ich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann-gut-kämpfen-Rabatt. Kann-gut-kämpfen-Rabatt. Okay. Ja. Dann gehen wir doch mal zum Commander. Zum Glück funktioniert das Licht wieder. Du riskierst sogar für Fremde ganz schön was. Ah ja, du willst auf diese kleine Insel, richtig? Da es nicht viele davon gibt, machen Neuigkeiten hier schnell die Runde. Hey, hör zu. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich will helfen. Ehrlich, du strahlst deine Aura des Schicksals aus. Du willst die Welt retten, nicht wahr? Das ist die richtige Einstellung. Hier, ich möchte, dass du das hier nimmst. Für viele ist es schwer, da draußen nicht die Hoffnung zu verlieren. Ein alter Freund sagte mir, es könne den Tod abwenden. Zumindest für kurze Zeit. Und solltest du sonst noch was für deine Ausflüge brauchen? Dann komm vorbei. Ace hat ihren Laden da drüben. Wir beide haben jede Menge nützliche Kostbarkeiten. Aber dieses Stück hier gebe ich dir kostenlos. Pass gut darauf auf. Eins noch. Alan, Commander Ford, weiß mehr über die Insel, als sie preisgeben will. Frag sie nach dem Gründer von Station 13. Sie wird dir den Weg weisen. Hey, es ist schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Was mit dem Drachenherz füllst du verlorene Gesundheit wieder auf. Es kann nur begrenzt oft eingesetzt werden, bevor es erschöpft ist. Es wird dich ausruhen an Checkpoints oder wenn du stirbst, wieder aufgefüllt. Drücke ganz eins. Okay. Nice. Da hast du dir aber nicht die beste Zeit für einen Aufenthalt in der Station ausgesucht. So einen Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, Commander. Hoch und dann... Hallo? Sieh mal einer an. Sie sind wach. Nun, Sie sind wahrlich eine Überraschung, Fremdling. Sie haben einen Angriff der Saat überlebt und dafür gesorgt, dass wir wieder Strom haben. Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Aber wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Reggie hat Ihnen also ein Drachenherz gegeben. Ah, er würde dieses Artefakt nicht so leichtfertig hergeben. Er muss einen guten Grund haben. Ja, seine Notizen würden sich wohl als nützlich erweisen. Nun gut.
Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Sie haben sich bewährt, Fremdling. Ich bin bereit, Ihnen nach draußen zu helfen. Sie werden da draußen ohne Hilfe aber nicht lange durchhalten. Gehen Sie runter, um mit Riggs und McCabe zu sprechen. Sie werden Ihre Ausrüstung verbessern. Kehren Sie danach zu mir zurück. Die Lippenbewegungen passen überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Okay, wir sollen nach unten. Und Flups und Pups. Hier. Hi. Hey du. Danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Ford meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah. Vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. Okay, Riggs wertet deine Schusswaffen und Rüstungen auf. Wenn du ihm die entsprechenden Materialien lieferst, erhalte sie von Gegnern oder findest sie in der Welt. So ist es wichtig, deine Schusswaffen und Rüstungen aufzuwerten, um schwieriger werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Ja, das macht Sinn, wa? Okay, wir haben 727. Das aufwerten. Aufwerten. Okay. Okay. Hey, schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste. Aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also, so ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft. Oh, nice. Wir haben zwar nicht viel, aber du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. McCabe da drüben wird dir mit deiner Rüstung helfen. Mit ihr solltest du nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du, sie redet nicht gern mit Leuten. Okay. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Ich soll dich für die Stadt ausrüsten. Echt sinnlos, die guten Teile einfach so zu vergeuden. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich ihr was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Das ist die Apokalypse. Ich bin so lange schlecht gelaunt, wie ich Bock drauf hab. Tja, dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Ja. Ah, Waffenmods geben Fernkampfwaffe, besondere etwas. Stell deine Waffenmod Energie her, wenn du Schaden an Gegner verursachst. Sobald die Energie voll ist, kannst du mit F den Waffenmod aktivieren. Waffenmods aktivieren sich sofort, andere lösen einen alternativen Feuermodus aus durch die offenen Projektile mit verheerenden Effekten erfolgt. Markiert alle Gegner innerhalb von 40 Metern. Okay. Dann wieder zurück. Nein, ich kann doch auch da. Oh, okay.
Ei. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Oh, danken Sie mir nicht zu früh. Gehen da unten rein. Mal die Karte braucht oder? Im Haupt. Und den denn hier? Ah ja, klar. Folge dem roten Symbol, Panda. Folge dem roten Symbol. Nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Sie wollen hier raus? Das ist Ihre Chance. Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Dankeschön. Mal schauen. Was da kommt. Okay. Musik ist cool in dem Spiel. Das muss man auch definitiv sagen. Aber da gibt's. Achso, wir sind immer wieder willkommen. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich wieder zurück. Ah, das ist Checkpoints. Okay. Weltanschauung. Wesen, verstecktes Grundhaus. Ja, tja, los geht's. Haben ja keine andere Auswahl.
Können wir auch nichts anderes auswählen. Logischerweise. Jemand zu Hause? Hallo? Panda ist hier. Klopf, klopf. Gut. Text. Ah, ich liege im Sterben. Es besteht kein Zweifel. Ich dachte immer, die Saat würde mich holen oder dass ich wie du nie sterben würde. Aber wir können nicht alle Helden sein. Weißt du, dass du der Einzige in der Welt bist, der glaubt, er könne die Saat aufhalten? Die anderen von uns versuchen einfach so gut wie möglich zurechtzukommen. Ellen und ich müssen ohne dich auskommen. Ich werde dich nicht noch einmal bitten, zurückzukommen. Denke nur nicht, dass du für uns Opfer bringst. Wir haben schon genug geopfert. Ich werde immer deine Tochter sein, Nadine. Okay. Nein, ich möchte das haben und das haben. Will ich Kisten kaputt machen? Was ist im Labyrinth? Ja. Wollen wir wohl rausfinden, was? Hier? Nein? Map Level 1, Map Level 2. Können wir die Maps mitnehmen? Was zum Teufel? Ellen, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe und dass es mir leid tut. Ich weiß, dass Worte es nicht wieder gut machen können. Es ist Zeit zu gehen. Ich gehe nun mit der Saatmutter in was in der alten Kirche hinter der U-Bahn, hinter den U-Bahn-Tunneln zu sprechen. Sie wird mir den Weg aus dieser Welt zeigen und dann werde ich gehen. Okay. Eingang zu. Wir sind sneaky, sneaky. Doch so kleine Ecken. Okay.
kleine Lücken und kleine Ecken. Und Musik? Was denn her? Oh, wachsen die Bäume. Oh. Guck mal dann zu dem Checkpoint dahinter. Wohl irgendwie. Zum Teil. Wo zum Teufel? Deine Häuser sind überall große Vieh. Ja. Mal da oben rein. Thank you.
wäre toll. Ein verstecktes Rachen. Aber Muni craften vielleicht? Wäre auch cool. Hier ist nichts. Da liegt noch etwas. Also. Hat ja ganz gut geklappt. Ich gern noch ein bisschen mehr Munition hätte. Wäre ganz nett. Einiges da. Gut. Okay. War das alle? Drei Blutwürzer. Scheint nicht so. Unbedingt mehr Munition für die Waffe. Ich kann Kraften. Inventar. Hmm.
wahrscheinlich zu. Vertreffen würde, hätte ich wahrscheinlich auch das Uni-Problem nicht. Das wäre zu einfach. Sollte man zum Arzt gehen? Ihr habt irgendwie krasse Atemprobleme. Aber ich bezweifle, dass der euch helfen kann. Viele Wege, die man gehen können. Okay, okay. Was sind wir denn? Ich wollte gerne zu dem Checkpoint da hinten. Einem Checkpoint auf. Hier ist das ein Abstieg in die Kanalisation. Da will auch jeder hin. 100% ist. Da ist ein Checkpoint. Füllt sich da meine Mini auch wieder auf? Das wäre sehr cool. Ja, Munition und Drachenherzen. Ah, okay. Also, Souls-like. Kanalisation, was erwartest du, Mädel? Dass es hier nach Rosen duftet? Wohl eher kaum. Okay. Navi, schmeckt dir das, du Bastard! Da hast du nicht drauf!
Messer. Was ist das da vorne? Boss? Oh shit. Da war ich zu langsam. Okay. Sieht gut aus. Wusste nicht, dass das ein Bossfight ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Okay. Hä? Aber jetzt ist das Teil weg. Ist dann so ein Mini-Boss? Okay, da kann man durch. Friss Staub! Interesting. Oh, da ist nochmal so ein Teil. Eingeladen. Oh, dich hat gar keiner eingeladen. Oh shit.
Slashes. Vorbei. Ja. Fuck, war das? Nicht nett. Okay, ich hätte auch die 1 drücken können. An den Punkt. Ich glaube, mehr Gesundheit ist immer gut. Au. Auch die Pissbacke da einfach hinter mir auf. Das ist nicht nett. Das Ding lasse ich in Ruhe. Das Ding war nämlich absolut nicht nett. Nochmal so eine Arschkrampe rauskommt. Wow. Oh, eine Kiste. Okay. Da noch irgendwas versteckt hier hinten. No! Auch toll, dass man hier reinkommt und erstmal Akku hat. So. Ich glaube, ich sollte mal machen werde. Gehen wir nochmal zur Station zurück.
Irgendwie spawnen die wohl random. Ah. Die sind schmerzhaft. Schön, dich wiederzusehen. Sicher. Oh, also, manches habe ich selbst gebastelt. Aber mein Partner Jet hat die besten Dinge gemacht. Jet, er war ein echtes Genie. Wir haben alles repariert, was wir finden konnten. Ach, weißt du. Okay. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Kann ich sonst noch etwas? Brauchst du sonst noch irgendwas? Was brauchst du? Ich kann reden. Ich benutze ich eigentlich recht oft, von daher. Oh. Übersehen, dass man auch Rüstung klicken kann. Oder vielleicht auch Rüstung upgraden. Mach's gut. Nicht nur Waffe. Was? In Ordnung. Okay, Aura. Sind wir hier fertig? Ja. Ja. Noch mal kurz hin. Oder ja, speichern, aber. Ist gespeichert? Wieder von aus. Weil. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich wollte mir das Spiel einfach mal angucken. Mal reinschauen. Ist ganz interessant. Und ja, vielleicht gibt es dazu noch ein weiteres Video. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Wenn jemand dran Interesse hat, dann könnt ihr ja einen Daumen hoch geben. Könnt einen Kommentar hinterlassen. Und über Subscriber freue ich mich auch. Und ansonsten bis demnächst. Tschüss.